Scheinbar. Ja, du machst zu wenig. Oh, wirklich. Lumi hat wieder einen Haufen Geld gekostet, ey. Lumi kostet immer viel Geld, Frauen halt. Ich bin's wert. So. Was, du bist wert? Ich bin's wert, viel Wahrsager, Geld. Neutrale Geister, Wetterbericht. 533 hat's mich gekostet. Ja, warten, wo ein paar Zentimeter steh. Clint will einen Eisenbahn haben. Bei mir auch. Meine Katze steht gerade vor dem Bildschirm. Toll. Ja, Kira, ich muss mein Bild noch aufhängen. Zack, nach unten. Ein Meerjungfrauenbild. Kommt übers Bett. So schön, dekorativ. So. Lumi, was hast denn du für eine Spitzhacke? Ja, die kommt, meine wird jetzt verbessert. Ich habe einen Stahl. Naja. Kannst du meine jetzt abgeben, wenn du eh hingehst? Oh, ich, ja, ich will auch hingehen. Ich kann gleich Benny seine klein nehmen. Ich will ja auch hingehen. Achso, ja, wo ist Benny? Das ist doch egal. Lumi, das ist doch trotzdem egal, Lumi. Ob ich jetzt deine oder seine nehme. Wenn ich eh hingehe. Ja, aber ich gehe ja auch eh hin. Achso, ne, dann lass mich aber noch vorher, weil dann kann ich nämlich die Geoden hier aufmachen lassen. Also, ja, das können wir machen, aber ich muss auch eh hin. Und wir haben uns jetzt dagegen entschieden, hier nochmal was anzubauen, so wie ich das sehe, ja? Ja, scheinbar. Weil die dauern ja irgendwie. Ich dachte, ihr habt schon angebaut, ihr habt vorhin gefragt. Ich hab dir nicht zugehört. Ja. Hab ich gemerkt. Hast du nicht gemerkt, dass hier niemand geantwortet hat? Ben, entschuldige, dass ich dich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Fürs Gleiche. Könntest du mir einen Eisenbarzen-Bahn-Schmelzen vorbeibringen? Eisenbarzen? Barz nicht. Ich schmelze dir auch gleich mal einen Eisenbarzen. Schmelze mal einen Eisenbarzen. Hartholz. Wir haben auch schon scheiße viel Hartholz. Du warst echt oft unten, gell? Du wolltest Hartholz haben, ja? Da bin ich immer wieder hingegangen und habe Hartholz gefischt. Voll gut. Und ja, ich hab's gefischt. Was? Das hat einen Moment gedauert bei dir. Ja. Wir brauchen auch dringend mal wieder neue Sachen, die wir da irgendwie als Einmachkram machen können, zur Zeit, dass Frühling wird, ne? Lumi, kommst du dann in die... Ja? Wir haben noch irgendwie 20 Melonen, Lumi. Wie wär's damit? Sind die im Sommer? Ach da, ja, tatsächlich. Hey, das ist deins, was ich wollte. Danke, Ben. Ey, ich hab halt den Wand abgegeben. Ach, scheiße, jetzt hab ich die Kupferspitzhacke angenommen. Ich kann die jetzt nirgends ablegen. Naja, wir treffen uns da, Helme. Ich hätte die gar nicht annehmen können, glaube ich. Doch. Sicher? Ja. 100 Pro? Ja. 101 Pro? Können wir das nächste Mal ausprobieren. Bist du dir auch 101% sicher? Nein. Bist du dich von Ben verarschen lassen? Ich verarsche niemanden, ich will nur wissen, wie sicher er sich ist. Ey, komm, ich hab ja gesagt. Und 102%? Ja. Kokosnuss-Gelee. 103%? Was produzierst du hier eigentlich? Ich hab Kokosnuss eingelegt, was willst du von mir? Kokosnüsse eingelegt, mit Schale. Gelee, das klingt auch irgendwie... Den Inhalt halt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich's geil finde oder irgendwie eklig. American Pie, wenn du deinen Schwanz reintust, wahrscheinlich findest du das geil. Nee. So, Lumi, du kannst jetzt vorbei und dein... Ich bin schon auf dem Weg. Ja, tatsächlich sogar schon auf dem Weg. Ich hab doch Waldspringer gefangen. Hab ich alle verkauft? Bin ich blöd? Ja. Anscheinend. So, ich will da ein bisschen im Müll rum. Ich auch. Da ist aber nichts drin. Von meinem Mittagsschlaf bin ich mega. Hasse Glasaugenbarsch. So, Werkzeug für... Erstmal laden. Ich will ihm erstmal seinen Barren geben. Ah, Felix! Von Haley hat dich erwischt, du Volltrottel! Ja, Haley, mein Gott. Das ist total sexy, wenn der Kerl jemand datet im Müll wühlt. Ja, wenn der Kerl im Müll rumwühlt, das ist. Oh, wir haben nicht genug Geld für die Goldspitzhacke. Ha! Ihr Hasen. Da freuen die sich ja. Nein. Das ist natürlich jetzt schlecht. Dann geh ich in die Mine. An Haley und Emily, ich hoffe, es geht euch beiden gut. Wir haben euch eure Lieblingssachen geschickt. Pinke Torte und Sonnenblumen für Haley und Edelsteine und Wolle für Emily. Wir hatten gerade ein Bündel komplettiert. Ich. Liebe Mama und Papa. Stör habe ich aber noch nicht. In Leuchtring. Wir brauchen 10.000, sonst kann ich nicht. Ja. Ach so. Ha.
Kann ich nicht verbessern. Cool, ich habe irgendein Buch gefunden gerade. Wir brauchen noch Thunfisch. Ja, dann müssen wir ein paar Mal in die Mine gehen und... Oder Benny, hast du die Perle? Willst du die Ohr aufheben oder willst du die... Ich hab die auch aufgehoben, ich hab die in die Truhe getan. Katzenfisch. Flussfische. Krieg ich den Katzenfisch her? Noch ein Buch. Schön. Ja, wenn man dann in die Bibliothek nämlich geht... Ach übrigens, sammelt ihr auch fleißig Hartholz weiter? Das brauchen wir nämlich auch zum... Wir haben doch einen Haufen, wurde uns gesagt. Wer hat denn jetzt... Hat sich jetzt heute jemand um die Tiere gekümmert? Nein. Ist ja deine Aufgabe. Eben. Ja, deswegen frage ich doch. Das ist deine Aufgabe. Ja, weil ja sein können, dass der Ben es wieder gewohnheitsmäßig gemacht hat oder so. Aber ich gehe ja gleich. Benny macht schon alles. Lumi ist ja schon on the way. Ah, hier, Luxushühnerstall. Den müssen wir aber bauen extra noch. Ja, logisch. Die Aufwertung musst du bei uns gibt's. Dann können wir den anderen wieder abreißen oder was? Nein, du klickst einfach dann auf das Haus und dann wird er aufgewertet. Achso. 20.000 brauchen wir dafür. Und die Kühe bleiben da Weile bestehen. 20.000 brauchen wir dafür. Was, 20? Jupp. Ja, wir sollten mal ein bisschen was verkaufen, ne? Wir könnten auch mal so Fledermausflügel und so Kram. Ja. Ich hole es gleich ab und verkauf's. Bin doch blöd, ich habe jetzt hier nicht mehr Fluss. Aber was hat 10 übrig oder so ein Spaß? Oder auch 6? Keine Ahnung. Fluss. So viele von denen. Mal gucken, wie viel das bringt. Weil die kann man ja nicht wirklich in die Truhe schmeißen, oder? Die muss man vorbeibringen. Doch. Ja? Ach so, ja klar, ne? Ich weiß es nicht, ich frag ja. Ah, ich kann den Leuchtring auch doppelt anziehen. Jetzt leuchtet wie so ein Weihnachtsbaum. Wir haben 240 Fledermausflügel, what the fuck. Die braucht man ja auch, dringend. Sag ja. Ich lasse 20 über und Schleim können wir auch wieder verkaufen. Ja, klar, natürlich. Ah, klar, natürlich, alles klar, natürlich, hier, alles. So, was muss ich denn noch alles töten? Miau. Ich gehöre da was nicht. Bei Giel ab. Wo ist denn Giel? Giel ist hier. Oh, ein Vampirring. Schön, danke dir. So, okay, braucht jemand den Magnetring? Wofür macht denn der Magnetring? Warte mal. Was macht der denn? Der Magnetring, zieht Gegenstände in der Nähe an. Erhöht deinen Radius zur Aufnahme von Gegenständen. Nee, genau. Brauche ich glaube ich nicht. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich... Schnell entscheiden, ja, nein. Ich habe den Magnetring schon. Okay, dann verkaufe ich ihn. Nachtmarkt ist nun geöffnet. Wollen wir jetzt nochmal hier Tiefseefischen machen? Könntet ihr tun. Ich muss jetzt erstmal die Kühe machen. Und noch ein Onero und dann Gummirona. So, erstmal Kühe. Boah, jetzt geht's los hier. Hört sich nach Bier an. Nee, das war meine Freundin. Prozent, naja, immerhin. Hört sie nach Bier an? Nein, das war meine Freundin. Ich weiß nicht, will ich wissen. Ja, echt? Nach Bier anhört. Jung hat gesagt, hört sich nach Bier an. Und da habe ich gesagt, nein, das war meine Freundin. Alter, was war das denn für Fisch, den ich jetzt hier wieder an der Angel hatte? Kann krieg ja mal ich nicht passieren. Hin. Also meine Partner hören sich auch immer nach alkoholischen Getränken an. Num, num, num. Deswegen magst du die auch so gerne. Ja, natürlich. Oh, ich könnte eigentlich auch wieder was trinken. Ich spiele ja mit Leuten zusammen. Ich muss ja noch Alkohol loswerden. Ich gehe nochmal runter, weil der Schweinemarkt hat jeden Tag andere Angebote. Als ob du das nur machen würdest, wenn du mit Leuten zusammenspielst. Ich trinke ja nur in Gesellschaft. Aber das ist ja keine Gesellschaft, wir spielen ja nur zusammen. Oh komm. Dieser Fisch macht mich fertig, Alter. Ich habe nicht gesagt, dass ich nur in guter Gesellschaft trinke. Ich hab gesagt, ich trinke in Gesellschaft. Dieser eine Fisch, den kriege ich einfach nicht, ey. Zauberers Geburtstag ist heute. Ernsthaft? Ja. Oh, dann geh ich lieber zu dem nochmal. Ich glaube, der ist schon weit mit unten sein, oder? Och, jetzt versuchen die scheiß Viecher schon zu schlafen. Bei denen kaputt. Wie kannst du dich halt um Tiere kümmern, ey? Und es ist 19 Uhr. Kein normales Vieh schläft um 19 Uhr. Doch, unsere Tiere. Die haben nämlich einen ordentlichen Tagesrhythmus. Im Gegensatz zu anderen Menschen. Immer diese Seitenhiebe, ey.
Ich hab dir nie was getan. Ja, eben, das ist ja vielleicht das Problem. Ich sollte dich öfter schlagen. Benni, für dich nur so, Abigail steht gerade am Grab. Oh, ist das irgendwas Besonderes? Ich kann eh gerade nichts schenken, außer Fisch. Naja, Amethysten müssen wir doch noch haben. Aber ich habe nichts dabei. Achso, das ist dann doof. Aber ich kann trotzdem mit ihr reden. Ja, bestimmt eine Option. Vielleicht weint sie ein bisschen, du solltest sie trösten, wenn sie am Grab steht. Sei halt mal ein guter Kerl. Immer so ein Arschloch. Ich bin der Kapitän! Und immer so ein Arschloch sein. Frauen wollen das auch mal ein bisschen betütelt zu werden. Frauen wollen erst betütelt zu werden? Wort? Dieser Fisch macht mich fertig! Ich hol noch das andere Gemälde. Ja. Warum kaufe ich jetzt für 1500 zwei Gemälde? Weil wo ich auf meine Spitzfisch fahre. Aber wir dürfen ja nicht spoilern, also. Ey, hier gibt's einen Rotkohl, den brauchen wir für Gemeinschaftszentrum. Wir haben doch Rotkohl, oder? Hä? Nein. Wo muss man das abgeben? Da kann ich nachgucken. Also eine Speisekammer fehlt uns nur noch das Tierzeug, falls es da ist. Es fehlt im Gemeinschaftszentrum, meint der Felix. Ja, aber wo, das will ich ja wissen. Aber dadurch findest du ja nicht raus, ob wir Rotkohl haben. Trüffel. Übrigens hatte Felix recht, Mohn müssen wir noch beim Koch abgeben. Den er gekauft hat. Dass es Mohn erst im zweiten Jahr gibt, keine Ahnung. Rotkohl müssen wir beim Färbemittel abgeben, das haben wir noch nicht, das ist richtig. Ich gehe dafür ein paar Mal in die Mine und mine das wieder zusammen, das Geld, versprochen. Ja, dann mine du mal. So, ich gucke jetzt mal, ob man die Meerjungfrauen schon nochmal machen kann. Oh ja, guck mal, ich komme dann auch. Ja, scheint so. Echt? Ja, ich bin jetzt gerade in der Meerjungfrauen-Show drin. Es öffnet sich erneut und... Also wenn ihr wollt, 5, 4... Die zweite Perle würde ich verkaufen. Ach so? Ihr schafft das schon. 5, 1, 4, 2, Benni, du würdest 3. aber auch helfen, weil eine bringt 2500 Gold. Nee, 1, 5, 4, 2, 3. 1, 5, 4, 2, 3. Ich hab diese Kombi mir abfotografiert. Ich hab die hier bei den Screenshots. Ach, bin an der falschen Stelle. 1, 5, 4, 2, 3. Ja. 1, 5, 4, 2, 3. Guck mal, hab ich mir gemerkt. Einmal angesagt. Benni. Braver Benni. Nee, guter Benni, nicht brav. Oh, nö, jetzt müssen wir die Show nochmal abwarten oder was? Ja, deswegen wollte ich das jetzt nicht machen. Oh, schön, da schlafe ich wieder irgendwo draußen ein. Dann kann ich jetzt vielleicht mal ihr Gesinge hören, weil ihr nicht labert. La 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 la. Hat sie eh schon gemutet, die liebe Lumi, oder? Ich nehme das mal als ja. Finde ich gemein. Einfach so weggemutet zu werden. Ist schon ganz schön arrogant. Sollte man sich abgewöhnen, finde ich, sowas. Vor allem, dass schon 0 Uhr ist, das ist natürlich ganz schön spät. Inventar ist voll. Ja. Lumi? Ach, fuck. Was denn? Lumi ist wohl gar nicht mehr da, oder was? Die hat sich weggemüdet, weil ich gesungen habe, während die sich den Gesang anhören wollte. Ja, weil wir haben es jetzt schon 0.40 Uhr und die muss langsam mal aus dem Arsch kommen. So, was jetzt? 1, 5... 1, 3, 2, 1. 4, 2, 3. 1... 5... 4... 4... 2, 3. Wenn es nicht klappt, habe ich gehabt. Hast du dich eigentlich heute gekümmert? Gab's nicht. Na dann, du wirst wieder draußen einschlafen. Nee, es gibt ja da den Zauberer. Ich kann mich beamen lassen. Für ein bisschen Geld. Was verstehst du nicht, Aces? Das Spiel? Das Spiel ist nicht so schwer zu verstehen. Lululululu. Oh, nice, hör auf mit mir zu reden, scheiß Willi. Lululululu. Oh, fuck, 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 fuck. Ich schlafe übrigens schon, Junge. Ich schaff das noch. Okay, ich bin zumindest auf dem Grundstück. Das gedödelt. Oh, fuck, ey. Wir kommen von beide von... Das ist wie so eine Aufführung. Beide von der gleich unterschiedlichen Zeit, um einzuschlafen. Ich hab's ja geschafft. Ich verbrauche ja nicht ständig irgendwelchen Shit. Ey, komm hier. 15.000 gab's mit... Oh, wir haben alle Fledermausflügel verkauft jetzt. Nein. 40 hat er gelassen. Ach so. Also,
Das Puzzle eben ist eine Ausnahme. Eigentlich musst du bei dem Spiel nicht puzzeln. Aber die Optik ist wie so Zelda Super Nintendo oder so. Sorry, ich rede mit meinem Chat. Alles gut, ich habe das schon verstanden, dass du nicht mit uns reden willst. Felix wirkt da manchmal so ein bisschen irritiert. Leben vom Land. Vom Land. Ja, da war ich auch Wenn schon. Du jemanden wirklich glücklich machen willst, schenke der Person einfach ihr Lieblingsgeschenk an ihrem Geburtstag. Vertrau mir. Ach nee, thank you, Captain Obvious. Lumi da. Das Leicht verstörte Geister und Wetterbericht ist ein paar Zentimeter Schnee. Hallo Lumi da, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommenden Veranstaltungen geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jemandem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für einen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund Dimitrios. Verrate es niemandem. Das Fest wird am 25. von 10 bis 14 Uhr. Wir haben unterschiedliche geheime Freunde. Oh, hätte ich nicht laut vorlesen dürfen? Ja. Ach komm. Ich hatte gerade den Kopfhörer ab, also. Ich hab Shane. Ich hab. Du darfst es nicht vorlesen. Ich hab Lumis Lover. Sebastian. Ja. Du hast keine Ahnung, was Shane mag. Ich gönne ihm nicht, dass ihm jemand anders was Schönes schenkt. Hast du gehört? Hm? Schenk ihm nichts Schönes. Ja, ich bin eh nicht. Dann werde ich eifersüchtig. Du schenkst ihm gefälligst irgendwas Ekliges, Schleim oder so. Okay. Nein, aber Sebastian, schenk ihm was Schönes. Schleim, das kann er sich um seinen Penis wickeln und sich ihn damit runterholen. Alter Schwede, Mann, Felix, manchmal hast du echt... Das Feingefühl von so einem wilden Bullen, jetzt sind sie wahrscheinlich gleich wieder weg. Ah, oh, Mann. Auf dem Dorf braucht man halt alternative Mittel. Ja, Schleim von irgendwelchen Monstern. Natürlich. Ja, natürlich. Ich mach das auch immer so beim Masturbieren. Ich spiel mir Monsterschleim dahin. Ja, das hätte mich nicht gewundert. Wir haben übrigens noch eine Regenbogenmuschel. Hier ist noch eine, ne? Falls ihr vorhin einen gesucht habt. Ihr seid das. Hast du mir meine aufgehoben? Ja, meine aufgehoben. Waren wir schlau. Irgendjemand muss die jetzt mal dahin bringen. Wenn wir das machen, ich hab's im Singleplayer schon mal gemacht. Ich hab doch den Auftrag gar nicht. Doch, die Regenbogenmuschel darum abzugeben für den Mr. G. Achso, eine Kassette bei den Zügen. Ich muss die Kassette bei den Zügen nur finden. Ja, mach das mal. Ich habe übrigens mal unsere Fischdinger leer gemacht, unsere Fischdosen. Ich bin da wieder. Alle am Einschlafen hier. Von meiner Hütte, ne? Wie lang braucht der Typ, um meine Spitzhacke zu verbessern? Zwei Tage? Wie viel jetzt? Drei oder zwei? 3, 5, 7, 11, 13. Wer bietet mehr? Ich dachte, wir zählen Primzahlen auf. Reinzuhauen, das macht keinen Sinn. Nein, das waren Primzahlen alles. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Das sind Primzahlen. Das ist auch so eine Primzahl. Primzahl. Ach, Benni, siehst du, ich muss ja mal deine Spitzhacke zurücktun. Ja, das wäre super. Da habe ich irgendwann wieder eine Spitzhacke. Ja, sonst kann ich ja nämlich keine benutzen. Es wird immer besser, es wird die halt rumgereicht wie so eine Dorfhure, ey. Passt ja zu. Wie eine Dorfmatratze. Ja, genau, Lumi. Moment. Haben wir das Zeitschrift, die Zeitschriften Rolle 3, haben wir die schon? Ja, ne? Die was? Zeitschriften Rolle 3 Artefakt. Tu sie einfach in dieses. Wahrscheinlich rein, schon. Da guckst du, okay. Shane Lady. Sehr gut, warte, ich schmeiß. Shane war der Footballer, oder? Aber jetzt kannst du deine Spitzhacke hochhalten. Nein, Shane ist der Depri-Typ. Hä, ich denke, das ist Sebastian. Nein, Sebastian ist der Emo. Der Depri-Typ ist Shane, der hat sie keinen Top oder sowas. Und in einer Kassette bei den Zügen. Wo ist denn eine Kassette bei den Zügen? Die ist nicht so leicht zu finden, ich fand's schwer. Guck mal, ob du sie findest. Also, sie ist aber auf jeden Fall da. Ist es da, wo man nicht sieht? Nee, man sieht was. Okay. Eine leere Box habe ich hier gefunden am Bus-Dingens. Soll ich das zeigen? Kannst du mal beschreiben, wie das aussieht wenigstens? Also das ist direkt an dem Gleis, da wo man warten würde als Gast. So grob. Sehe ich nicht. Soll ich mal kommen?
bin blind. Warte, ich komme. Bin natürlich falsch gelaufen, aber... Da oben ein Wattenwürter als Gast. Naja, so an den Gleisen da, wo du einsteigst auch. Ja, da bin ich gerade angelaufen. Also habe ich nur eine leere Box, bin ich der Meinung. Ja, das könnte sein, dass es doch damit gemeint ist. Legst mal die leere Box. Kann ich das da reinlegen? Ah, du wirfst die Muschel in diese Box. Sofort flattert eine Notiz von den Dachsparren über dir herunter. Gut gemacht. Der nächste Aufgabe, platziere 10 Rüben im Kühlschrank des Bürgermeisters, Mr. Key. Deswegen muss man sich mit dem Bürgermeister anfreunden. Nee, ja, in den Kühlschrank kommst du auch so. Ach so. Haben wir noch 10 Rüben, ist die Frage. Das müsstest du gucken, das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich da tatsächlich nicht. Ja, mein Tipp. Ich habe gerade 2 Quests erfüllt, ne? Gab's ein bisschen Geld noch. Cool. Moment mal, ich habe jetzt meine Stahlspitzhacke. Warum habe ich denn die Stahlspitzhacke? Ich denke, ich habe die beim... Ach nee, ich habe sie ja nicht abgeben können, weil ich kein Geld hatte. Ha! Naja, dann mach jetzt schnell. 2 Stunden schließt das Teil. Jetzt bin ich aber schon automatisch in die Mühle. Warte mal, vielleicht schaffe ich es noch. In die Loche einsteigen statt und dann bist du... Ja, ich brauche aber noch Gold. Wir brauchen Gold! Gold, Gold, Gold! Benni, soll ich mal kurz was vorlesen, oder? Kannst du machen. Der Fischer, 8-1. Tex, Gordi, wie fängst du so viele Fische? Ich brauche immer ewig. Gordi, du musst dich dazu entscheiden, ein wahrer Fischer zu werden. Und mit der Zeit wirst du immer schneller. Du sagst also, wenn ich meine Fischerfähigkeiten verbessere, brauche ich nicht mehr so lange? Korrekt! Irgendwann lernst du vielleicht sogar deine eigenen Fischköder herzustellen, denn bist du bald ein wahrer Meisterangler. Jetzt ab mit dir! So. Ich kann schon Fischköder herstellen, aber danke. Ups, falsch. Reich. Das ist ein Buch von Marnie. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren höherwertige Erzeugnisse. Und habe ich meine Gießkanne eigentlich noch die ganze Zeit dabei? Ist auch Quatsch. Naja. Naja, mit Reißereien hast du ja genug Platz. Wo es nicht so ins Gewicht fällt. Ihr habt schon 3 Reihen? Ja. Schweinerei. Hast du nur 2? Eventuell. Pff, dann hol dir mal eventuell die auch nicht. Eventuell bin ich auch Manuel Neuer. Eventuell bist du Manuel Neuer. Hab ich auch gehört. Bin ich auch Manuel Neuer. Hast du, hab ich verstanden. Vielleicht habe ich den auch, ja. Wir haben ihn gekauft. Für mich. Hast du es noch geschafft, Lumi? Ja. Gut, gut. Ach, ich stehe jetzt, guck mal. Hör auf, mich abzulenken. Ich diesen scheiß Fisch, den ich jetzt schon seit 3 Minuten angel. Seit 3 Minuten angelst du eh Fisch? Toll, jetzt ist er weg. Mission erfüllt. Mission erfüllt. Geheimauftrag abgeschlossen. Tschüss. Ich glaube, ich sollte mich langsam aber sicher mal auf irgendwas. Ach, Benni. Waren wir schon in der Kanalisation? Nee. Mit dir? Ist immer noch zu. Kannst du mir morgen noch machen? Und dann, nee, wir haben sie erst 21 und 26, wenn du erst 21 Uhr ins Bett gehst. Können wir da überhaupt schon hin? Ja, wir haben letztens einen Schlüssel dafür bekommen. Also, ach, das stimmt, wir ja. Gespielt haben. Damit ja. Die Kunst des Angels nicht verlassen, kann ich nur 2x Thunfisch fangen. Penny, das machen wir am nächsten Tag gleich früh. In die Kanalisation. Du bist nicht Shane. Doch, du bist Shane. Das ist großartig, danke. Aber die bringe ich einfach das mit, okay. Dann passt das ja. Das sieht gut aus, vielen Dank. Was war eigentlich die Aufgabe vom Mr. Q's Herausforderung? Ich muss 10 Rüben beim Bürgermeister in den Kühlschrank legen. Haben wir schon 10 Rüben? Echt? Ich habe nur 2 Rüben gefunden. Ich glaube, die sind links unten in der Kiste. Ja, ich glaube, da habe ich nur 2 gefunden. Okay. Wir heben sie dir auf. Zukünftig. Hä? Bei Q's Herausforderung steht bei mir, du wurdest dazu herausgefordert, Ebene 25 in der Schädelhülle zu erreichen. Hey, Moment mal, Q's Herausforderung? Nee, den habe ich auch nicht. Der mysteriöse Q habe ich gemacht. Q's Herausforderung ist Ebene 25 in der Schädelhülle, das ist richtig. Ja, muss ich das etwa extra machen mit der Batterie? Wahrscheinlich. Bei mir steht der mysteriöse Q, lege 10 Rüben. Der mysteriöse Q. Ja, ist okay. Ah, ja. Gut.
Ja, meine Freundin ist, sitzt neben mir und ist gerade gegen das Mikro gekommen und auf immer wart ihr ganz weg. Ich bin nur so schweigsam, weil ich versuche zu angeln. Ich möchte jetzt langsam mal hier mein Ding wachsen. Irgendwie rennt das ganze Spiel immer nur durch die Gegend und erreicht nichts. Korken, Fischköder, den brauche ich. Holz, Hartholz und Schleim. Gib mal her. Hartholz gibt's und Schleim auch. Naja, dann hole ich mir jetzt noch die Kios-Herausforderung und Lumi, du wirst das erst wahrscheinlich beim nächsten Gewitter bekommen, weil du ja keine Batterie abgegeben hast. Die was? Schädelhöhle? Ich wusste gar nicht, wie ich eine Batterie abgeben soll. Na, wir haben doch letztens mit Benny einen Tunnel da rumgesucht. Ja, im Tunnel, genau. Ach so, da. Muss das jeder von uns machen? Ja, das ist einzeln. Ach so. Nee, hab ich nicht gemacht. Das ist einzeln. Und da hätten wir noch eine Batterie holen müssen. Wir haben keine Batterie mehr. Du hast doch letztens eine gekauft für 2500. Hat er doch vorhin gemacht, ja. Es hat funktioniert, die Kassette schwingt auf und in ihr liegt eine Notiz. Jetzt habe ich die Quest auch, also brauchst du nur eine Batterie. Aber wir können ab und zu beim Schweineladen einfach gucken, ob der eine hat. Und wir wissen das eilt doch nicht. Und wir wissen ja 2500 ist. Also erstmal den Gi habe ich schon zu Ende gemacht, ohne zu spoilern. Und für mich eilt es damit jetzt nicht. Komplett. Welchen Key? Ja. Keys Herausforderung oder mysteriöse Key? Das der mysteriöse. Nicht die Herausforderung von dem. Hast du ja die Tiere dich drum gekümmert, Lumi? Ja. Sehr schön. Fein gemacht, Lumi. Kriegst einen Stern ins Mutti hier. Was ist denn das für ein schnelles Ding hier? Ich will keinen Stern. Ich will verdammt nochmal endlich mal ein paar Level-Ups. Irgendwie passiert hier nichts mehr. Benni, mach du mal. Du brauchst es eher als ich. Ich wollte hier Schleim, brauche ich doch sowieso. Holz und Hartholz. Das ist wie im echten Leben, es ist schon wieder fast eine Woche rum und ich habe schon wieder nichts erreicht. Wollt ihr auch an. Ach ne, ihr habt noch nichts zum an die Angel machen, oder? Ich habe schon. Krokenfischköder. Ich will nicht. Schon und ich habe auch schon Köder dran, aber ich habe noch keinen so ein Blinkding, dafür ist meine Angel zu schlecht. Das meine ich ja. Die Special-Zusatz-Gedöns, das meinte ich gerade. Ich bräuchte noch eine bessere Angel irgendwann. Du kannst doch meine nehmen, die müsste irgendwo rumdümpeln. Deine ist aber garantiert nicht besser als meine. Echt? Nee. Okay. Dumi hat sich schon eine ganz gute gekauft. Ich habe schon eine, wo man zumindest Köder dran machen kann. Aber die beste Angel kostet, Uli, so viel ist doch die Fiberglas-Angel. Die kostet 1800 oder sowas. Echt? Nee, Fiberglas-Angel habe ich und das ist nicht die beste. Nee, die Iridium-Angel ist die beste, die habe ich. Echt? Krass. Yep. Warum hast du eine Iridium-Angel? Weil ich mir die holen durfte. Weil ich die ganze Zeit geangelt habe. Die haben sie ihm erlaubt. Weißt du das nicht mehr? Nö. Zu viel Alkohol in zu kurzer Zeit. Granatapfel und Hasenpfote brauchen wir noch. Und wann betrinkst du dich eigentlich immer während des Streams? Ich habe dafür gar keine Zeit. Du bist ja auch immer abgelenkt und unter Stress und sowieso total verwirrt. Ja, das ist eh aber. Noch eine Entenfeder. Lumi, ich habe durch meine Freundin bin ich auf Bier gekommen und Hefeweizen. Allein das ist schon ja kein Bier. Das durfte ich mir von meinem Vater sagen lassen. Hefeweizen, das schmeckt übelst lecker. Also Paulaner Hefeweizen zum Beispiel. Und ekelhaft, wenn du das drei mal trinkst, ohne wirklich vorher was gegessen zu haben, dann. Natürlich. So ist das mit Bier. Deswegen finde ich das so albern, als Leute sagen, dass sie noch ein Bier trinken und noch fahren könnten, weil je nach Situation können sie das eben nämlich nicht mehr. Ja, es kommt auf das Bier drauf an, ne? Wenn du ein Starkbier trinkst oder Weizen. Ja, Starkbier sowieso. Bei einem 10%igen Bier kannst du hinterher nicht mehr fahren. Nee. Aber wenn du das nach dem Mars, kann man doch ein Auto fahren. Wenn du zum Beispiel ein ganz normales Pilz trinkst, wo du was gegessen hast und dann noch was isst und dann noch ein bisschen bleibst, brauchst du ja pro Stunde 0,1 Promille ab. Ungefähr. Tatsächlich bis zu 0,5 durch ein Bier erreichen. Da gibt es Studien. Ja, das ist. Das, ja, wir sind übrigens fertig, Lumi, du musst schlafen. Und ab 0,3 ist deine Fahrweise schon schlechter. Ja, das also ist. Also erst ja alles bei 0,5 kannst du deinen Führerschein machen. Ja, aber wenn du bei 0,3 bist du fahrauffällig. Guck mal, wenn du zum Beispiel, ne, wenn du jetzt. Ich habe uns unsere Fischküste geleert. Wenn du grillst.